Seid gegrüßt, liebe Empyreaner, und herzlich willkommen zur neuen Folge von meinem Good Game Empire Let's Play. Ich muss hier gerade mal ein paar Veränderungen vornehmen. Ich bin nicht in meiner Burg. Ich bin bei Amazing Scorpion und das hat einen bestimmten Grund. Und zwar möchte ich gerne einen befreundeten Mitspieler, den Star King, möchte ich gerne dazu animieren, nicht den Mut zu verlieren bei diesem Spiel. Ich möchte dich dazu animieren, weiterzumachen. Wenn du wirklich Spaß am Spiel hast, dann mach weiter. Deine Burg brennt vielleicht wie Hulle, aber genau diese Burg, die du jetzt hier siehst, hat bis vor ein paar Tagen fast überall in jedem Gebäude bis zu 100% gebrannt. Da war, ich sag dir, das war ein Krieg. Die ganzen Allianzen, die ganzen großen Allianzen haben sich gegen eine Allianz aufgebäumt. Da wurden die stärksten Spieler aus jeder Allianz wurden zusammengezogen in eine große Allianz und haben sich dann gegen diese Allianz aufgebäumt. Und die haben einen großen Krieg geführt, ein paar Tage lang. Und diese Burg hat wirklich zu 100% gebrannt. Der Amazing ist dann hingegangen und hat dann ja nachts immer seine Angreifer losgeschickt zu den Burgen. Und irgendwie haben die sich wirklich ganz tapfer geschlagen. Die Rohstoffe sind ihm ausgegangen. Der konnte hinterher, also der hat erstmal alles brennen lassen, bis der Krieg vorbei war. Aber dann hieß es natürlich, Rohstoffe ohne Ende sammeln für die Gebäude, die waren wirklich teilweise zu 100% verbrannt. Einige Burgen brennen immer noch, das zeige ich dir mal eben, weil natürlich kannst du nicht in jeder Burg sofort alles löschen. Du siehst also hier wirklich, also selbst hier, der macht nicht so viel Produktion hier, sehe ich gerade, weil er, ja, keine Ahnung, wieso der jetzt hier nicht so viel Produktion macht, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier noch ein Feuer ansetzen, wenn ich genug Rohstoffe habe. Ja, das würde funktionieren, würde 41 Minuten dauern. Die sind jetzt nicht so groß. Diese Burg wurde nicht so oft angegriffen. Aber du siehst also trotzdem hier, der löscht. Ich hab ihn gefragt, was ich dir so an Tipps geben kann zum Löschen. Er hat gesagt, lösch erstmal immer alles innen drin. Genau das mache ich auch. Wenn meine Burg brennt, mache ich immer erst alles hier, diese ganzen Gebäude innen drin und danach die Türme. Dann hat man ein bisschen mehr Licht. Ich wollte mal eben hier gucken. Dorf der Einheimischen. Oh. Was gibt denn hier? Verringert die verlorenen Rohstoffe bei Plünderung, erhöht den Mauerschutz, sieht eingehende Angriffe früher. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was der hier macht, ne, ich würde am liebsten jetzt die 10.000 Münzen hier nehmen. Aber der hat ja ein paar Münzen hier. Also, ja, ja. Wie viel wird es denn jetzt mit Rubinen löschen kosten? 1184, es geht. Also er hat, wie gesagt, durchgehalten. Amazing Scorpion hat schon des Öfteren wirklich extrem gebrannt, weil die hier auf dem Server, die sind sich nur am Kloppen. Und ja, also wenn der jedes Mal aufgegeben hätte, dann würde der heute nicht Level 70 sein, dann wäre der heute nicht der Große, dann hätte der heute keine 2 Millionen Münzen, dann wäre er nicht Anführer einer coolen Allianz. Also du, wenn du wirklich was in diesem Spiel erreichen willst, dann musst du auch mal brennen und dann musst du auch mal deine 100% Feuer löschen. Es geht irgendwann vorbei und irgendwann ist deine Burg wieder regeneriert und du hast da so viel Stunden Zeit reingesetzt. Wir haben so viele schöne Sachen hier zusammen erlebt. Du hast kommentiert, du hast mir Mails geschickt, wir haben diskutiert über bestimmte Sachen. Also gib nicht auf. Auch ihr anderen da draußen, wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, dann gehört es auch mal dazu, dass ihr brennt. Und dann gehört es auch mal dazu, dass ihr mal keine Rohstoffe habt, um die Brände zu löschen. Da muss die Alli zusammenhalten. Anders hätte Amazing das auch nicht geschafft. Der ist dann in seine Allianz wieder zurück, um sich zu regenerieren. Die haben die dann mit Resis vollgepackt. Also das muss eine Allianz tun. Und wenn du wirklich Spaß im Spiel hast, dann lass dir das nicht verderben durch Angriffe. Du hast auch schon Burgen in Brand gesetzt. Die Menschen, die haben doch auch nicht aufgegeben dann. Okay, vielleicht haben wir schon eine oder andere Burg hier von der Karte vernichtet, aber hallo, du doch nicht, oder? Du bist stark. Du bist ein starker Empyreaner. Mach weiter. So, meine Lieben, ich würde mich dann gleich von der Burg Leilani melden. Denn da gibt es einige Neuigkeiten, die ich euch erzählen würde. Ich muss jetzt leider hier ein bisschen
Ist ein bisschen doof hier, guck mal hier. Ihr seht jetzt hier, was ich hier alles gerade mache. Das muss ich jetzt runter machen. Dann seht ihr hier alles. Ich stelle jetzt auf Pause. Bis gleich. Und siehe da, schwuppdiwupp, wieder auf der anderen Karte. Und liebe Hater, falls ihr jetzt wieder irgendwas ins Forum posten wolltet, der liebe Amazing Scorpion, der hat natürlich hier heute Morgen seine Burg aufgemacht bei mir und der hat gesagt, guck ruhig mal und ich gebe dir natürlich das Passwort nicht. Und ja, wie gesagt, ich sag jetzt gerne nochmal, die Burg steht auf einem ganz anderen Account und selbst wenn ich diese Burg auch noch spielen würde, dann geht euch das einen Scheißdreck an, denn lest die Regeln, Good Game Empire verbietet es nicht, auf anderen Servern jeweils Burgen zu haben. So, um das mal geklärt zu haben, ne? Hoffentlich haben die Leute auch weitergeguckt. Ich muss mir eben kurz hier ein Katzenhaar von meinem Popschutz entfernen. Und noch eins, oh mein Gott. Ja, ihr seht, ich bin zu Dörfern unterwegs in der Wüste. Heute Morgen habe ich mir schon freche Kämpfe hier geliefert. Die sind jetzt neu, aber ich habe heute Morgen ein paar Dörfer eingenommen. Boah, ich hoffe, ich kann die... Ich muss meine Stellungen ausbauen, da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss jetzt farmen, bis der Arzt kommt, dass ich an genug Rubine komme. 8.900 kosten die mich. Das wird jetzt auf jeden Fall das Erste sein, was ich mache. Im Eis bin ich voll mit Dörfern, aber ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich meine 10 Nahrungsdörfer hier in der Wüste kriegen kann. Denn ich bin absolut nicht zufrieden damit, wie wenig Soldaten ich eigentlich hier halten kann. Und ja... Ich habe heute Morgen einen riesen Fail gemacht. Feilani war wieder unterwegs. Ich zeige euch das gleich. Ich springe mal eben zur sandigen Leilani. Und warte mal. Ich zeige euch das in den Nachrichten. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Ja, pass auf. Ich hatte Rohstoffdörfer besetzt hier ohne Ende. Und dann, ja, Eroberung. Eine Eroberung hatte ich verloren. Die anderen drei habe ich gewonnen. Da wurde weggedefft. Ich bin gar nicht so traurig über die 26 Leute, die ich hier verloren habe, denn ich war immer die ganze Zeit in den Miesen und musste mir immer so viel Nahrung aus den anderen Welten schicken. Ja, war irgendwie doof. Und aber ein Dorf habe ich jetzt noch davon, die anderen beiden wurden ruckizucki wiedergeholt. Ey, der hat einen Feldherrn gehabt, der Typ. Ich glaube 80% Reisegeschwindigkeit und oh Gott, ey, ich habe gedacht, okay, 1:06 hatte ich Zeit. Das ist selbst meine Allianz nicht. Und dann war hier natürlich dann die Theater, ne, Rohstoffklau bei Leilani. Und dann habe ich erstmal in den Chat geschrieben, dass das in Ordnung war, weil ich die ja morgens schon geholt hatte. Ne, Leute, also da muss man auch nicht böse sein. Wenn man irgendwie was versucht zu klauen, dann, ja, muss man sich nicht wundern, wenn die Leute sich die Sachen, die denen gehört hatten, zurückholen. Entweder die schaffen das oder wenn ich jetzt genug Def gehabt hätte, hätte ich natürlich das Dorf deffen können. Aber wenn du wirklich mit jemandem zu tun hast, der sich seine Sachen nicht stehlen lässt, dann musst du damit rechnen, dass auch die Defs platt gemacht werden, ne? Also das war heute Morgen ein 1:1-Krieg hier und das war in Ordnung. Ich habe verloren, ich habe, ja, mein Schwund war dann, extrem übel. Ich hatte nämlich eigentlich sehr wohl vor, mir da Devs reinzuschicken. Die waren aber hier noch nicht in der Welt, weil ich konnte ja hier die ganze Zeit nicht produzieren. Ich habe ja hier nichts, ne? Guck mal, 44 Nahkämpfer, 19 Fernkämpfer, also Wahnsinn. Ja gut, ein paar sind jetzt unterwegs auf Dörfern, aber was machen schon die Wolfshunde? Die machen ja nicht viel. So, und wo war ich jetzt dran? Ja, genau. Ich hatte mir dann vorgehabt, Devs da reinzustecken. Habe ich mir gedacht, komm Leilani, machst du deine Einstellungen, so wie die Ali das immer mit den Dörfern machst und packst dir schon mal Ruby-Werkzeug rein. Habe ich Pechkessel gekauft, habe mir die da reingesetzt und dann war ich nicht schnell genug. 1 Minute hatte ich Zeit. Ich wollte mir eigentlich dann meine Soldaten wieder zurückschicken, die die Pechkessel auf dem Rücken hatten. Ne? Ich wollte dem die Pechkessel nicht schenken. Ja, jetzt hatte ich sie ihm geschenkt. Der hat sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht. Aber so was passiert, Leute. Da hat man dann halt mal Pech. Ich kann mal kurz hier eben... So, wem ist denn jetzt aufgefallen, weil ich heute Morgen eigentlich... Weswegen ich heute Morgen eigentlich hier die Folge drehen wollte. Ja, muss jetzt hier ein paar Soldaten machen. So. Wem ist es denn aufgefallen, dass ich jetzt mittlerweile Level 56 bin, gestern noch hier eine Quest beendet hier? Preibisch, mein Lieber, das ist eine Ansage an dich. Ich bin Level 56. Komm mal, sonst habe ich zu viel Staub hinter mir und wird dann zu schwer für dich aufzuholen. Ne? Weil auch ich habe diese blöden Wohnhausquests jetzt schon hinter mir. Und ach so, übrigens, wir hatten ja letztens spekuliert wegen diesen Questen im... Moment... Da, immer Wintergletscher. Und tada, ich habe eine neue XP-Quest bekommen, nachdem ich die eine blöde Quest, wo ich so ein bisschen Münzen bekommen hatte, abgeschlossen habe und baue Wohnhausstatus auf Stufe 9.
Ich bin wirklich froh, dass ich meine Wohnhäuser nicht abgerissen habe da. Weil wenn ich die nämlich jetzt abgerissen hätte, dann hätte ich hier auf die 150 Erfahrungspunkte verzichten müssen oder hätte meine Wohnhäuser nochmal von ganz unten an hochbauen müssen und da hätte ich mich echt geärgert. Wäre Zeitverschwendung gewesen, Rohstoffverschwendung gewesen, ja. Und ich hätte mich natürlich mal wieder echt geärgert. Also, ich habe diesmal mal endlich was richtig gemacht. Wahnsinn. Jo, ich weiß gar nicht, was... Achso, ich wollte Mails vorlesen, genau. Ich wollte Mails vorlesen. Ich weiß gar nicht, was jetzt da war. Ein Gebäude konnten wir jetzt weiter bauen. Noch 3187 Erfahrungspunkte. Ich muss Ruhm machen, ganz, ganz dringend. Der gestrige Angriff, der ist wieder ins Leere gegangen. Ruhm muss ich machen. Dann wollte ich euch nochmal was zeigen, nicht weitergeleitete Spionageberichte. Ich wollte euch zeigen, was ich im Moment so beim Barbarenturm verdiene. Nee, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Wo ist denn jetzt der Rohstoffdorf besetzt? Angriff Sieg? Nö. Sabotage habe ich heute gemacht. Angriff Sieg, ist der das? Nee, das ist der nicht. Mensch, kann das sein, dass das schon wieder weg ist hier? Kann er nicht. Oder habe ich den hier? Nee. Wo ist denn der doofe Barbarenturm? Der erste, den ich heute gemacht hatte. Raubritterburg. Das ist Raubritterburg. Tja, dann ist der wohl weg. Habe ich den gelöscht oder sonst irgendwas? Aber dann zeige ich euch den, den danach. Weil mittlerweile... Oh, da habe ich aber keine Rubines bekommen. Warte mal eben. Auch nicht? Das ist aber scheiße. Nee, toll. Dann habe ich diesmal mal keine Rubine bekommen hier in meinem Rundgang. Aber da... Ihr seht ja, 5781 Münzen bei einem Barbarenturm. Es läuft wieder. Also heute werde ich auf jeden Fall die 100.000 wieder knacken, habe ich mir fest vorgenommen. Und beim nächsten Mal kann der Technikus mich mal kreuzweise. Weil ich habe nämlich, ich bin super happy, dass ich jetzt plus 30 Nahkampf auf diesem Teil hatte, was mir noch gefehlt hat. Aber 200.000 Münzen? Also... Da sollte Empire das mal ein bisschen runterschrauben. Findet ihr nicht auch? So, genau. Jetzt lesen wir noch Mails vor. Und zwar hatte ich, Moment, Nachrichten gespeichert. Der Maler, der wollte sich, glaube ich, genau, in der Burgenfolge bewerben. Ja. Machen wir. Und hier, CM Gamer. Hey, Lay, krasse Let's Plays, auch Skyden mit Lay Potter. Ich bin das Mädchen mit der Narbe. Nein, nicht Harry Potter. Ich bin der Halbblutprinz. Junge, dein Rap bleibt in Hot Ones. Kennt ihr das? Ich bin der Junge mit der Narbe. Nein, nicht Harry Potter. Ich bin der Halbblutprinz. Junge, dein Rap bleibt in Hogwarts. Das ist so krass, ey. Das ist so, du musst so schnell sprechen und meistens verspricht man sich da. Ich bin ja kein Rapper, ne? So. Also, ich finde deine Tipps super. Vielen Dank für die Tipps und für die coolen Folgen. Jetzt schon über 100 Folgen Good Game und 60 Burgenfolgen. Auch die Turmtipps. Aber in einer Sache muss ich widersprechen. Mit Wohnhäusern kann man auch viel machen. Große Alis haben eine Münzburg. Ein Freund von mir macht 15.000 pro 10 Minuten. Aber 47 Wohnhäuser sind echt viel pro Burg und macht das Soldatenverhältnis kaputt. Richtig. Das ist ja immer das, was ich sage. Natürlich lohnt sich das, wenn du 15.000 pro 10 Minuten machst. Und ich bin auch jetzt gerade noch am Überlegen, wer diese Münzburg dann hält. Gibt es da irgendwie einen freiwilligen Spieler, der da seine Burg zur Verfügung stellt als Münzburg? Also ich weiß nicht, weil Doppelburgen darf man ja nicht machen im Account, ne? Welche Allianz hat denn dann eine Doppelburg? Da würde ich mal gerne weiter wissen. Nein, interessiert mich auch gar nicht. Sollen sie alle Doppelburgen machen, wenn sie erwischt werden, haben sie Pech gehabt. Aber ich würde es nicht tun, denn ich würde mir nicht so viele Wohnhäuser reinhauen. Also 47 Wohnhäuser, alter Schwede. Natürlich sind die 15.000 pro 10 Minuten super geil, ne? Aber mal ganz ehrlich, was hat der an Soldaten? Wahrscheinlich keine. Also, ich weiß nicht. Also, das ist für mich kein vernünftiges Spielen. Sobald ich meine Türme regelmäßig machen kann und sobald ich mich selbst versorgen kann mit den Türmen, werde ich meine ganzen Wohnhäuser abreißen, weil die sind für mich nur... Ja, ich will keine Wohnhausburg. Ich möchte eine Burg, wo meine Soldaten leben. Und meine Soldaten liegen auch zur Not im Dreck hier unten.
Ne? Hauptsache, die können irgendwann mal rausgeschickt werden zum Attacke. So, weiter. Deine Let's Plays sind super Hammer. Du bist voll nett. Deine LPs zu sehen ist immer eine Riesenfreude. Du hast immer Tipps für einen. Zeigst, wie man Rubis bekommt. Ich habe gefeiert, als du die Bäckerei auf 4 hattest. Du bist viel besser als Fettspielen. Du kämpfst auch mal. Deine LPs sind voller Action. Liebe Grüße, Chicago Made Gamer. Ja, sehr, sehr cool. Dankeschön. Ob ich jetzt besser als Pat Fred bin im Let's Playen, würde ich sagen, ist er auch auf jeden Fall super. Ich mag auch die Art, wie er Let's Playt. Okay. Er ist halt kein Imperianer, ne? Er spielt das Spiel, um's zu Let's Playen. So, dazu habe ich jetzt genug gesagt. Vielen Dank für deine Mail. Hat mich sehr, sehr gefreut. Also, ich finde es immer super, wenn die Leute sich für die Tipps bedanken. Jetzt kommen wir zu Tiger Dragon. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Tiger Dragon, aber meine Freunde nennen mich hier einfach nur Tiger oder Tiger. Sorry, dass ich dich einfach hier so anschreibe, aber ich konnte mir nicht zurückhalten. Ich finde deine Let's Play-Videos einfach richtig cool. Da wir ja fast das gleiche Level haben, wollte ich dich auch noch fragen, wie du am besten bzw. am schnellsten levelst. Hast du auch so ziemlich keine Experience-Quest mehr im Grünen? Ich hoffe, du kannst mir irgendwie helfen und nochmals, deine Videos sind echt geil und gut. Strukturiert, so wie du deine Meinungen präsentierst. Ich freue mich auf eine Antwort. Weiterhin viel Glück und Spaß beim Spielen. Ich glaube, ich hatte dir zurückgeschrieben, ich bin mir nicht sicher. Falls ich dir nicht zurückgeschrieben habe, dann bedanke ich mich auf diesem Wege für diese tolle Mail. Ja, ich habe noch Experience Quests. Ich habe aber auch nur Experience Quests noch, weil ich die Level-Ups auch viel mit Türmen mache. Also ich hole mir eine Menge bei Raubritterburgen, auch wenn das immer, ja, wenn man das Verhältnis sieht, wenn das nur 10 Experience Points oder 20 Experience Points sind, aber ja, wenn du wieder 5 machst, dann hast du 100. Also das geht eigentlich ganz gut. Ich greife die Türme immer an und ja, irgendwie merke ich das auch gar nicht manchmal, wie schnell das eigentlich geht mit dem Level-Up. So, haben wir noch jemanden? Ja, von Silasso, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Tag Leilani, ich bin ständig im Netz auf der Suche nach Antworten zu meinen 1000 Fragen und dadurch auf deine Beiträge bei YouTube gestoßen. Auf diesem Wege möchte ich dir meinen Dank aussprechen. Ich spiele erst seit 10 Wochen dieses Spiel. Durch die Mitgliedschaft in der Alli habe ich die APs bekommen. Mein Bestreben war es, sehr schnell zu leveln und mit den Großen mitzureden. Mir ist jetzt klar, dass das Blödsinn war. Beziehungsweise ist. Dank deiner Beiträge werde ich ab sofort mein Bauverhalten ändern. Ich traue mich nicht, die höheren Level bei mir zu fragen, da ich froh bin, dort mitspielen zu dürfen. Die Fragerei könnte nerven. Immer mehr merke ich, dass mir noch viel Spielverständnis fehlt. Da ich nicht alleine mir etwas aufgebaut habe, ist das somit auch klar. Ich freue mich auf neue Beiträge von dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg in diesem Spiel. Nette Grüße, Birgit. Ja, da hat mir eine nette Amazone geschrieben. Hat mich super gefreut. Ich habe auch direkt zurückgeschrieben. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Also es ist schade natürlich wegen der Ali. Aber gut, wenn man ja noch nicht so lange da ist und wenn man wirklich die einzige Frau ist, dann kann ich das schon verstehen. Ich bin so ein Großmaul. Also wenn ich, für mich ist das eine riesen Herausforderung, wenn ich jetzt als einzigstes Mädchen oder als einzigste Frau in so einer Alli wäre, dann würde ich die, glaube ich, so dermaßen auf Trab halten. Aber ich weiß auch, dass nicht alle so sind und von daher kann ich das absolut verstehen. Aber ich denke, wenn du mal nett fragst oder so, dann werden die auch auf jeden Fall dir helfen können. Ansonsten würde ich dir jetzt gerne anbieten, falls du irgendwelche Fragen hast oder so, ich könnte ja vielleicht so eine kleine Patenschaft übernehmen. Alles weiß ich natürlich auch nicht, ne? Und jetzt bitte nicht alle Mails schicken. Leilani wird auch mein Pate. Ich weiß nicht. Also ich finde es super geil, wenn die Mädels hier auch mal schreiben und auch was wissen wollen und wirklich auch mal auch wirklich was vorhaben, ein Ziel haben, ne? Also wenn du irgendwie was wissen willst oder so, dann frag mich. Ich würde dann auch vielleicht, wenn ich das selbst nicht beantworten könnte, mal nachfragen bei anderen Leuten. Gibt immer eine Möglichkeit. Es sei denn, ich würde es mir wünschen, du schaffst da auf jeden Fall so ein Draht zu deiner Ali zu haben. Und ja, die sind ja auch auf jeden Fall daran interessiert, dass aus dir eine gute, starke Spielerin wird, ne? So, gab es da noch was? Ja, klar, wenn man die APs zum ersten Mal
hat, wenn man sich zum ersten Mal eine Burg aufbaut, dann, wenn man dann direkt die APs bekommt, dann ist das klar, dass man, dieses ganze Verständnis, wie funktioniert das alles, was baue ich am besten da rein, da kann man nicht so gut abschätzen, ist ganz klar. Also ich hatte ja damals auch die APs hier übernommen, aber ich hatte mir ja schon in der anderen Welt, wo ich jetzt gerade bei Amazing Scorpion auch war, da stand ja meine Burg Luanolde und die, als ich damals angefangen habe zu spielen, gab es nur 50 Level, also dann kamen 60 und dann erst 70. Und ja, wenn du, also ich habe mir die ganzen APs und die Burg ja auch schon aufgebaut, ne? Damals gab es ja nur die Eiswelt und die kam auch gerade erst neu. Also ich spiele wirklich schon von Anfang an und was Empire jetzt letztendlich mit dem ganzen Spiel gemacht hat, das ist echt super geil. Und meine Katze greift mich jede Sekunde an. Lass das! Ich hab Angst. Nee, gut, klar, ne? Also bau deine Burg auf, bau dir hinterher deine Burgen in den anderen Welten auf und dann wirst es schon schaffen, du, Birgit. Ich hab da auf jeden Fall, ich wünsche dir alles Gute. So, ich werde schon wieder angegriffen. Wieso denn? Oh, der holt sich sein Dorf zurück. Mann, ich habe doch echt gedacht, ich würde mal heute mal Glück haben. 4 Dörfer bekommen, ey, und dann holt der sich das Dorf wieder. Naja, gut, okay, kann ich verstehen. Ich baue jetzt hier auf jeden Fall meine Stallungen aus und dann versuche ich mal frische Dörfer zu erobern. Ich habe da anscheinend... Hallo, runter mit dir! Runter! Ich habe da anscheinend kein Glück mit, aber ist auch nicht schlimm. Haben wir denn jetzt noch eine Mail? Mein Gott, ich habe schon 21 Minuten. Heute gibt's Doppelfolge. Genau, warum haben einige Level 70er gar keine Wohnhäuser? Da habe ich ja auch schon jetzt eigentlich quasi drauf geantwortet, weil die höheren Level sich ihre Türme auf Endlevel leveln. Im Eis zum Beispiel brauchst du hinterher nur noch Fernkämpfer, weil da sind dann in diesem Endlevel von der Burg sind dann nur noch Bauern drin. Und die kriegst du super easy mit Fernkämpfern dann weg und ja, dann verlierst du auch nicht so viele und machst dann circa 15.000 Gold. Wenn du dir mehrere hochgebaut hast, weißt du, dann kannst du mit einem Angriff, wenn du 3 Stück machst oder so, hast du 45.000 Gold. Und wozu brauchst du dann noch die Wohnhäuser? Ne? Also ich finde nicht, dass du dann irgendwie Wohnhäuser brauchst. Und genau das denken sich die Level 70er auch. Die stellen sich dann lieber Deko da rein, damit die bessere Produktionen haben in ihren Burgen. Und genau aus diesem Grund haben die dann keine Wohnhäuser. So. Dip, 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 dip. Star King, habe ich diese Mail schon mal vorgelesen? Nein, habe ich nicht vorgelesen. Genau, ich wollte, eigentlich hatte ich vor, die Mail vorhin vorzulesen, aber ich war ja auf dem anderen Server und deswegen lese ich sie jetzt vor. Und zwar geht es hier um den besagten Star King, der gesagt hat, er möchte gerne das Spiel nicht mehr spielen, weil er so dolle brennt. Hoffentlich konnte ich dir mit meiner kleinen Ansage vorhin ein bisschen helfen und jetzt lese ich deine tolle Mail vor. Hey. So. Hey Lay, ich wollte einfach nochmal Danke sagen. Danke für die Tipps, danke für die Let's Plays, danke für die Freundlichkeit deinen Fans gegenüber. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als deine Burg im wahrsten Sinne des Wortes ein Haufen Holz war. Ich mich auch. Nicht böse gemeint. Heute sieht man an dem Fleck eine voll ausgebaute Burg, die mit Rubinen oder roten Steinen, keine Ahnung was das ist, verziert ist. Ich bin mittlerweile Level 41 und in einer sehr starken Allianz. Dass meine Burg so aussieht, wie sie jetzt dort strahlt, habe ich allein dir zu verdanken. Nein, nein, dank dir spiele ich dieses Spiel überhaupt. Dank dir gehe ich mittags mit einem Strahlen von der Schule nach Hause, weil ich genau weiß, die Leilani, öfter auch Feilani, hat vielleicht schon ein Video draußen. Vielleicht auch 2. Und wenn sie keins draußen hat, freue ich mich schon auf den nächsten Tag, denn dann kommt bestimmt 1 oder 2. Zum Schluss will ich dir noch zu deinem 30. Lebensjahr gratulieren. Ich kann zwar nicht so gut singen, trotzdem schreibe ich hier ein kleines Ständchen. Die Leilani hat Geburtstag. Tralalala, tralalala. Ich wünsche dir alles Gute zu deinem 30. Jahr. Du kannst es ja, wenn du willst, singen. Ja, habe ich ja jetzt gemacht. Jetzt sind die Zeichen leer. Oh Gott, schade. Also danke, 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 danke für diese geile Mail. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht. Ey, du glaubst gar nicht. Manchmal schreibt mich Star King an. Manchmal schreibt mich Star Empire an. Dann schreibt mich Star King 1 an. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt dir denen dein Name mit diesem Star und Star King, Star Empire und so weiter.
Oh Mann, ey, was mache ich eigentlich, wenn Feilani wieder zugeschlagen hat und ich euch jetzt beide verwechselt habe? Dann soll Schande über mein Haupt sein und dann lasse ich mir irgendwas als Wiedergutmachung einfallen. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Und nicht vergessen, mal den Däumchen nach oben hier. Bei so vielen Leuten, die zugucken. Also, da könnt ihr auch mal ein Däumchen nach oben geben. Oder einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Dann habe ich was zu tun. Tschüss.